So, ich grüße euch wieder zu einem neuen Minecraft-Part. Im letzten Part sind wir ja wieder aus der Höhlenerkundung rausgekommen. So, jetzt verwalten wir mal die ganzen Sachen, die wir jetzt gesammelt haben. Und zwar, oh, Netherziegel. Okay, gut. Jetzt haben wir ja neue Kohle, das ist gut. Jetzt können wir mehr Sachen braten. Die ist uns ja vor der Höhlenerkundung ausgegangen. So, da haben wir hier ein paar Netherziegel. Und jetzt schmelzen wir die ganzen Sachen ein, die wir gefunden haben. Zum Beispiel ja, das Eisen in dem Fall. Hier haben wir noch Gold. Und die Mayas spielen mir wieder mit ihrer Musik ins Ohr. Hallo, ihr Mayas. So, haben wir hier vielleicht noch was? Hier haben wir einen Eisenstein. Okay. Lagern wir das hier rein und holen uns gleich das Eisen raus. Was ist das? Verzaubertes Buch. Achso. Okay, gut. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt bauen wir unser Haus auf. Hier sind ein paar Schäfchen, die wir vorhin befreit haben. Ja, und jetzt sind hier ein paar Melonen gewachsen. Die sammeln wir natürlich sehr schnell ein. Und was ist das? Das sind ein paar Kartoffeln. Ja, gut, das reicht jetzt auch. Ja gut, unsere Sachen sind alle gewachsen, das ist sehr schön. Jetzt haben wir mehr Karotten und mehr Kartoffeln. Kartoffeln und Karotten. So, schmeißen wir den Feuerstein hier weg. Und die Karotten, warum sage ich Kartoffeln und Karotten? Ja, beide Wörter beginnen mit einem K, deswegen kann ich sie schwer unterscheiden. Okay, gut. Ja, ich würde sagen, wir lagern zunächst alles ein, was wir jetzt da gefunden haben an Sachen. So, einfach alles rein. Und hallo im Mausgeräusch, Mausgeklicke. So, Kartoffeln. Was zum? Meine Musik hat sich einfach gewechselt, unglaublich. Ich habe bestimmt ein Virus bei mir installiert. Naja, gut. Hä, wir hatten noch mehr Kartoffeln, oder? Wir hatten doch nicht bloß zwei, oder? Entschuldigung. Okay. Ich habe irgendwas im Hals, deswegen. Hatten wir echt nur zwei Kartoffeln? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Habt ihr was gefressen? Gesteht es! Einen rohen Fisch. Super, super, super. Ja gut, dann pflanzen wir die ganzen Sachen wieder ein. Kartoffeln und Karotten. Oh, da liegen noch ein paar. Aber es sind auch keine Kartoffeln. Warum kann ich die... Achso, jetzt war kurz ein kleiner Fehler. So, dann hier rein mit dem ganzen Zeug. Vielleicht sollten wir noch gleich ein paar Säpplinge reinpflanzen. Ach, egal, komm, passt schon. Okay, gut, jetzt haben wir auch noch ein paar, ja, wie gesagt, wir haben jetzt ein bisschen Kohle, ein paar Cobblestones haben wir, glaube ich, auch. Ein paar neue. Pflastersteine. Und was ist in der Box? Die könnten wir eigentlich alle jetzt umsiedeln, sage ich mal. So, gut, das Gold ist fertig, tun wir die Cobblestones rein. Und das eine ist auch gleich fertig, das ist auch gut. Ja, jetzt haben wir wieder genug Eisen. Was haben wir denn da noch? Holzhacken. Wollen wir Holzhacken gehen? Nee. Ja, wobei, Holz bräuchten wir vielleicht doch. Ja, egal. Wir können ja währenddessen. Genau, wir können währenddessen hier die ganze Erde da wegmachen. Dafür brauchen wir Schaufeln. Jetzt haben wir neues Eisen für neue Werkzeuge. Gut, ja, dann mache ich mir jetzt ein paar Schaufeln. Nehme ich hier mal ein bisschen Eisen mit. Holz geht uns auch langsam aus, deswegen nehme ich jetzt noch ein paar Äxte mit, um Holz zu hacken. Ich glaube, das mache ich gleich. So, Säpplinge nehme ich jetzt vielleicht auch noch mit. Haben wir denn hier ein paar? Ne, sieht nicht so aus. Aber vielleicht in der anderen Kiste, mal schauen. Hallo Schäfchen!
Ja, genau, hier. Und, ja, passt eigentlich. Die 7 reichen schon. Gut, dann pflanzen wir die einfach mal irgendwo hin. Zack, hier, dann hier. Ach, seht ihr, jetzt sind wieder so viele Schäfchen da. Vielleicht sollten wir sie noch gleich vermehren. Dieser Baum, der stört mich. Ich glaube, den holzen wir jetzt mal weg. Der ja bedroht den Bau des Gebäudes. Ne, kennt ihr ja, wenn man neue Gebäude baut, dann muss man ja auch manchmal das, ja, die Fläche dafür platt machen. Um, ja, damit das Gebäude Platz hat. Und damit der Baum nicht ins Gebäude reinwächst und es dann beschädigen kann. Gut. Aber ich hasse es allgemein, diese solche großen Bäume abzufällen. Da ist mir eine Timbermod eigentlich sehr lieb. Gut, die ganzen Blätter hier, die nerven auch ein bisschen. Hier ist noch ein Holzstamm. So, ich bin gerade überlegen, ob ich neue Musik reinbauen soll. Ich habe ein neues Spiel gefunden, nämlich Stronghold 3. Da passt die Mittelaltermusik eigentlich auch ganz gut. Auch wenn das Spiel nicht so besonders gut ist, aber die Musik passt trotzdem. So, gut. Gut, gut, gut. Ich glaube, gut ist das beste, das meistgesagteste Wort jetzt in der letzten Minute. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Einfach mal so. Und wir haben einen neuen Zeppelin bekommen. Das ist gut. Und noch einen neuen. Ah, ich komme da nicht dran. Ich will da aber hoch. Ah, egal. An dem Baum komme ich ran. An dem Holzdings komme ich ran. Ach, ich brauche, glaube ich, Erde, um mich hochstapeln zu können. Ich bin ja auch so ein Hochstapler. Oh Mann. Okay. Gut, dann klatschen wir das erstmal hier weg, den Boden. Und danach tue ich die Schafe ein bisschen ausweiten und ihre Wolle für mich beanspruchen. Beansprechen, beanspruchen. Ja, sagt man das so? Wahrscheinlich ja. Gut, und während ich das jetzt abbaue, sage ich euch, was ich jetzt in den Ferien gemacht habe, in den ersten 3 Wochen Ferien. Ich habe ja ziemlich häufig jetzt ein Spiel gespielt namens Europa Universalis 4, das ist neu rausgekommen. Macht richtig, richtig Spaß, aber es ist nicht für jedermann, also man braucht da sehr viel Geduld, um das Spiel spielen zu können. Und man muss sich da ein bisschen auskennen bei dem Spiel, aber wenn man das Spiel drauf hat, dann ja, dann macht es einem richtig Spaß, also mir zumindest. Aber ich kann mir vorstellen, dass es echt nicht jedem Spaß macht. Das ist, ja, da muss man schon ein bisschen Erdkundekenntnisse haben oder ein paar Geschichtskenntnisse. Aber ansonsten, ja, macht das Spiel richtig Spaß. So, jetzt haben wir keine Schaufel mehr. Einfach mal so wollte ich jetzt mal machen. Ja gut, dann machen wir uns noch ein paar. Jetzt haben wir ja neues Holz. Wir haben hier auch noch ein bisschen. Verbrauchen wir zunächst die Bretter. Die Bretter sind nicht so wertvoll wie die Stämme. Sowas ist. Ja, unser Stein ist fertig. Gut, haben wir vielleicht hier noch ein bisschen Cobblestone, was wir neben zu brennen können? Nee, auch nicht. Okay, gut. Nein, Quatsch, gut ist es nicht. Ah, schaust du so. Die ist total von der Truhe fasziniert. Was ist das? Was ist das? Was baust du da? Was machst du? Haben wir denn eine Schere? Nein, gut, dann mache ich mir jetzt mal schnell eine. Wir haben ja hier jetzt Eisen dafür. Huch, da öffnet sich bei mir was. Was öffnet sich denn da? Java! Das ist mal wieder mein alter Feind Java. Was für ein Pokerface. So, gut. Wo sind die anderen? Hallo, wo seid ihr? Die sind weggerannt, weil die wissen, dass ich sie jetzt scheren werde. Ich beschere die jetzt wie zwei Lesben. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Nein, 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 das habt ihr jetzt nicht gehört. Das sind Schafe, das sind. Oh, das sind Schweine und Kühe, die können wir da nicht scheren. Oder schneiden. Beschneiden, genau. Beschneiden. Ich sag jetzt beschneiden dafür. Das sind nämlich Juden, die müssen beschnitten werden. Und nein, ich bin kein Antisemit, oder wie man das auch nennt. Ich habe nichts gegen Juden, im Gegenteil. Ich bin jeden Tag, weil ich im Schachclub bin, mit Juden zusammen. Ja, was heißt hier zusammen?
Ja, also ich kenne viele Juden, sagen wir das mal so. So, gut. Ja, viel Wolle ist es jetzt nicht für den Boden. Und was ist das? Da fehlt ein Block. Unglaublich. Das müssen wir sofort ändern. So, jetzt. Das war bestimmt ein Enderman, genau. Okay, hier haben wir noch ein Wolle-Dingens. M&M's, M&M's. Habt ihr schon mal M&M's gegessen? Ja, ich schon. Schmeckt gut. So. Ach ja, genau. Dann sammle ich jetzt mal neue Cobblestones. Ja, damit wir sie nebenzu brennen können, während wir hier jetzt am Abernten sind. Dafür gehen wir wieder zu unserer Cobblestone-Stelle. Oder nein, 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 nein. Besser, wir gehen in den Keller und bauen den ein bisschen weiter. Genau, das ist sogar noch eine bessere Möglichkeit. Okay, gut. Hier ist der Keller. Den haben wir auch schon teilweise ein bisschen, ja, bearbeitet. Gut, das könnten wir uns einen Nebenraum machen. Ich frage mich, wo ich den bauen möchte. Jetzt habe ich schon wieder ihm gesagt. Wo würde der denn passen? Ich baue den mal hier hin. Oh, hier ist Gravel, verdammt. Na gut, dann machen wir das mit der Hand. Oder mit dem Eisenbarren. Damit wir unsere Hand jetzt nicht verletzen. So, es kann zwar ein bisschen dunkel werden, aber naja, da müsst ihr jetzt durch. Fackeln habe ich leider keine dabei. Ach, ich hole noch ein paar Schaufeln und Fackeln mit. Das mache ich jetzt mal schnell. So, und die Sonne geht unter mal wieder und lässt uns wieder alleine. Na gut, allein sind wir ja nicht. Wir haben ja unsere Schäfchen da. Ja, ihr Schäfchen. Oh, ihr seid ganz schön produktiv. Dafür verdient ihr ein Getreide-Dingens, ne? Ich gebe euch jetzt gleich ein Getreide. Oh, ganz schön produktiv. Huch, wo hast du deine Wolle hingeschmissen? Wo ist die Wolle von dem Schafen? Ich habe keine Ahnung, was soll das bringen? So, jetzt nehme ich hier mal das Weizen mit. Und ja, wir bewundern jetzt das Wunder der Natur, indem wir jetzt die Schäfchen wieder sich vermehren lassen. Da kommt mal her. Erstmal sammeln wir die alle wieder ein, weil die haben sich ein bisschen verstreut jetzt. Da habe ich noch ein paar gesehen. Naja, egal. Du machst mit dem hier. Gut. Oh, du bist wieder bewachsen. Und dich können wir leider nicht beschneiden. Ah ja, ich wollte mir jetzt eine Schaufel machen. Mein Gott, ich werde so leicht abgelenkt. Das gibt's doch gar nicht. So, Schaufeln. Zack, zack. Sticks. Und dann mache ich hier 1, 2. Und die Maya feiern da hinten ein Fest. Moment, ich mache mal die Sichtweite weiter höher. Grafikeinstellungen schön und Sichtweite mache ich auf. Na, nicht auf winzig, sondern auf weit. Oder normal geht eigentlich auch. So, jetzt hängt zwar das Spiel wieder teilweise ein bisschen. Oh, was ist das? Oh mein Gott, ist das eine Sternschnuppe? Ich wünsche mir was. Ich wünsche, dass wir eines Tages eine große Villa haben. Vielleicht geht der Traum ja in Erfüllung. Hallo Mond, eines Tages werden wir dich vielleicht erforschen. Mal schauen. Es gibt ja eine Mod, mit dem kann man den Mond erforschen. Den möchte ich mal gerne ausprobieren. Aber vielleicht eines Tages, wenn wir so weit sind, wird es soweit sein. Und wir können unseren Horizont erweitern und den Mond besiedeln. Aber jetzt müssen wir währenddessen hier mit unseren primitiven Sachen leben. Bei Mayas. Hierfür fehlt uns doch die benötigte technologischen Fortschritte, um den Mond besiedeln zu können. Ich weiß jetzt, glaube ich, auch schon einen Namen für unsere Stadt. Irgendwas mit Mond werde ich unsere Stadt benennen. Weil der Mond hier so schön scheint. Genau. Gut, dann hier die Wolle weg, rein. Ja, weg nicht, sondern hier rein.
damit wir einen schönen flauschigen Boden haben, damit sich niemand verletzt, falls er mal hinfallen sollte. Und dann könnte man sogar auf dem Boden schlafen. Okay, gut. Ach ja, ich wollte jetzt Cobblestones sammeln gehen, genau. Okay, gut. Na, jetzt aber. Geh die Treppe runter. Ist eigentlich so schüchtern, es ist nur eine Treppe. Okay, gut. Dann nehmen wir jetzt die ganzen Kiesblöcke mit. Oh, verdammt, jetzt habe ich vergessen, Fackeln mitzunehmen, damit ihr was seht. Mein Gott, meine Zuschauer sind mir ja völlig egal. Nein, natürlich nicht. Okay, dann nehme ich schnell Fackel mit. Ist zwar hier im Hin- und Hergelatsche jetzt momentan, aber ich muss mich hier wieder sortieren. Weil wir ja frisch von der Höhlenerkundung zurückgekommen sind. Oh, der Setting ist fertig gewachsen. Na ja, gut, gut. Shalom, Schäfchen. Mein Gott, ihr seid schon wieder fertig. Unglaublich. So. Ihr müsst wieder beschnitten werden. Zack. Und du wächst jetzt am besten, ja? Ja, du wächst jetzt am besten. Ja, ja, wachse. Hier ein Apfel. Ist gut für die Verdauung. Ja, lagern wir. Nein, Quatsch, nehme ich nicht. Nein, lagere ich nicht rein. So. Was wollte ich jetzt machen? Oh Gott, ich habe so eine Amnesie. Ach ja, Fackeln. Genau. Fackeln, Fackeln, Fackeln. Ohne lange zu fackeln, suche ich jetzt noch ein paar Fackeln. Und den Apfel will ich wieder. So. Fackeln müssten hier sein, oder? Ja, genau, hier sind ein paar Fackeln. 23 müssten reichen. Oh, unsere Rüstung hat übrigens, ja, hält auch nicht mehr so lange, befürchte ich. Wir müssten uns, glaube ich, eine neue craften oder reparieren. Wir können uns ja jetzt einen Amboss machen. Erfahrungsstufe reicht eigentlich auch aus, um, ja, um uns ein paar Sachen zu schmieden. Mein Gott, ich bin so versessen, die Schafe jetzt zu ernten. Ja, wenn ich so ein Schaf sehe, muss ich es sofort beschneiden. So. Okay, gut, jetzt aber wieder zurück. Wir waren ja dabei, unseren Nether-Dingens auszubauen. Unseren, ja, unseren Keller-Dingens, ne? Ihr wisst schon. So, gut. Jetzt haben wir Fackeln. Die setze ich jetzt hier hin. Und jetzt nehmen wir wieder das Dings mit, die mit Materialien, whatever. Aber momentan sehen wir hier nur häufig ein bisschen Erde. Das ist nicht gut. Wir wollen ja Cobblestones haben. Naja, gut, aber jetzt sehen wir auch ein paar Cobblestones. Das ist auch gut. Gut, ich frage mich, was ich jetzt aus diesem Raum mache. Ich bin da am Überlegen, ob ich vielleicht aus dem Raum einen Geheimgang mache. Zu so einer Art, ja, sag ich mal, Katakombe. Oder zu einem Lagerraum. Weiß ich jetzt noch nicht genau. Oder wir können ja hier noch was bauen. Hier vielleicht einen Geheimraum. Ach, das werden wir schon alles, ja, so machen, wie das es passt. Gut, jetzt muss ich euch wieder unterhalten, ne? Ach ja, wir waren bei dem Spiel Europa Universalis. Also momentan spiele ich bei dem Spiel als die Osmanen. Ja, und habe momentan sehr viel erobert. Ich habe jetzt da momentan das heutige, das frühere Osmanische Reich nachgebaut. Und bin noch ein bisschen in Teil von Russland eingefallen. Und ja, also das Reich geht von Ungarn bis Indien ungefähr. Und von Ägypten bis Voronezh, also bis Südrussland. Und ja, ich habe da auch schon einen Screenshot bei Steam hochgeladen, der ist allerdings nicht mehr so aktuell. Ich glaube, den sollte ich mal wieder aktualisieren, damit ihr es sehen könnt. Also, ja, mein Steam-Account, den könnt ihr leicht finden. Der ist auf meinem Kanal verlinkt.
So, gut, das haben wir jetzt auch schon fast. Ach schön, ich mag diese Maya-Musik. Richtig schön. Schade, dass die Mayas ausgestorben sind. Na ja, gut, ausgestorben ist nicht ganz. Wahrscheinlich gibt es ja noch ein paar Nachfahren der Mayas, aber so richtig als Volk existieren die Mayas leider nicht mehr. Weil die spanischen Konquistadoren, die ja wegen ihrem